Hallo, ich begrüße Sie und euch herzlich zu unserem DBS-Podcast Bildung auf die Ohren. Ich heiße Caroline Ander und arbeite für das Themenfeld Digitale Bildung für den Deutschen Bildungsserver. In der heutigen Podcast-Folge steht alles unter dem Thema MINT. Ich habe den Bildungsserver dazu durchstöbert und spannende Internetseiten gefunden, die ich euch gleich vorstellen möchte. Doch zuerst, was bedeutet MINT eigentlich? MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Diese Fächer werden seit 2008 von der Bundesregierung besonders gefördert. Schülerinnen und Schüler können darin Kompetenzen erwerben, die für unsere Wirtschaft und für technische Innovation maßgeblich sein können. Leider kommen sie in der Schule oft zu kurz und im internationalen Vergleich schneidet Deutschland nicht sonderlich gut ab. Noch dazu erwecken diese Fächer statistisch weniger das Interesse von Mädchen. Es gibt deshalb eine Vielzahl an Internetseiten, die sich mit der Förderung von MINT-Themen auseinandersetzen. Wie versprochen, stelle ich nun meine DBS-Lieblingsseiten vor. Zuerst schlüpfen wir dafür mit den Figuren Juli und Tim durch ein Loch in der Hecke des Forschergartens auf der Seite meineforscherwelt.de, der Internetseite der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Im Garten angekommen, kann man sich unterschiedlichen Forschungsthemen widmen und zusammen mit den Figuren der Webseite alltagstaugliche MINT-Probleme in kleinen Spielen lösen. Wilmas Roboter Roberta muss zum Beispiel gesteuert werden, Wiebke braucht Hilfe beim Wiegen des Katers Berleburg und Fabio benötigt Unterstützung beim Einfärben geometrischer Flächen. Zu jedem Spiel gibt es Lernbegleitinformationen für Pädagoginnen und Eltern und eine Sammlung an Wissens- und Kinderkarten, die das Erproben verschiedener MINT-Phänomene ermöglichen. Für Lehrerinnen und Lehrer empfehle ich die Seite scienceonstage.de. Sie ist von MINT-Kräften für MINT-Lehrkräfte gemacht und bietet anregende Materialien zur Unterrichtsgestaltung an. Sie informiert über Fortbildungsveranstaltungen und über Möglichkeiten zur eigenen internationalen Vernetzung. In der Kategorie Unterrichtsmaterial des Monats finden sich immer praxisnahe Materialien, die praktisch als Download bereitstehen. Dass MINT-Berufe nicht nur etwas für Jungs und Männer sind, zeigt die Seite com-mach-mint.de. Neben Informationen zu Studiengängen, MINT-Wissen und Projekten bietet die Seite auch ganz persönliche Einblicke in die Arbeitswelt von Frauen in MINT-Berufen an. Im Bereich MINT Live berichten 8 Wissenschaftlerinnen und Studentinnen in Podcasts von der Freude an ihren Berufen, von Herausforderungen und der Vielfalt ihrer MINT-Aufgaben. Farbchemie mit dem Smartphone oder ein GPS-Puzzle für den Unterricht? All das und weitere Experimente gibt es auf der Seite mint-digital.de. Die Online-Datenbank der Joachim-Herz-Stiftung lässt sich ganz einfach nach Unterrichtsfach und Klassenstufe durchsuchen und hält vielseitige Anregungen für einen spannenden MINT-Unterricht bereit. Besonders schön? Eigene Ideen und Experimente können ebenfalls eingetragen und geteilt werden. Für Weltall-Fans ist die Seite esero.de genau die richtige Adresse. Getreu dem Motto »Vom Weltall ins Klassenzimmer« werden Weltraumphänomene genutzt, um Interesse und Spaß an MINT-Fächern zu wecken. Besonders spannend finde ich die Virtual Reality Apps, die Themen wie Zyklone, Lichtverschmutzung oder Gravitationswellen den Schülerinnen und Schülern auf dem eigenen Smartphone näher bringen. Für weiteres Begleitmaterial wie Videos, Lernfilme und Arbeitsblätter ist genauso gesorgt wie für Lehrerfortbildung und praktische Online-Tutorials. Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die gerne mit Videos lernen. Auf den YouTube-Kanälen Musste Wissen, Chemie, Mathe und Physik erklären die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai, die Physiker Max und Eduard und die Mathelehrerin Nicole in kurzen Tutorials einfach und verständlich komplexe Inhalte ihrer Disziplinen für Achtklässler und Achtklässlerinnen. Schritt für Schritt werden Formeln erläutert und anschaulich vermittelt. Die nächste MINT-Arbeit kann mit diesen Tutorials also kommen. Weitere Link-Tipps unserer Redaktion halten wir darüber hinaus im Dossier MINT auf dem Deutschen Bildungsserver bereit. Viel Spaß beim Durchklicken und bis zum nächsten Mal.